Hallo und willkommen bei E-Bike Tom. Heute möchte ich euch mal einen Sattel vorstellen. Und zwar, ich habe ja schon vor einem Jahr einen Sattel euch vorgestellt, und zwar von der Firma P&P. Und diesmal hat mir die Firma P&P auch einen besonderen Sattel zukommen lassen, den ich jetzt in den letzten Wochen ausgiebig getestet habe. Und zwar den sogenannten P&P Modell Hamburg. Das ist ein spezieller Trekking-Sattel für lange E-Bike-Touren gedacht. Und ja, alles Besondere zu diesem Sattel erfahrt ihr nach dem kurzen Intro. Bis gleich. Der Sattel kommt hier mit dieser Verpackung. Kommt er dann an, gut verpackt, ist nochmal Folie drum. Ich habe natürlich jetzt schon ausgepackt und schon am Fahrrad montiert, aber das ist nochmal die Kartonage, die dazugehört. Und das ist halt ein besonderer Sattel, weil ich hatte die Firma P&P angeschrieben mit der Frage, ob es möglich ist, einen speziellen E-Bike-Sattel mir zur Verfügung zu stellen, der halt für lange E-Bike-Touren dementsprechend, ja, geeignet ist. Und ich hatte auch vorher schon meine Sitzknochen vermessen lassen. Ich liege bei 12,5 cm und hier oben könnt ihr es erkennen. Dieser Sattel ist geeignet von 10 bis 18 cm in aufrechter bzw. in 60 Grad Position, was ich ja auch habe. Dann hat der Sattel die Besonderheit, erstmal hier die Lüftung. Dann natürlich auch hier diese Spalte, Darm, Steiß, Scham und Prostatabereich. Haben wir natürlich hier auch nochmal diese Vertiefung, die hier für die Druckentlastung sorgt. Und dann hier auch das schmale Stück, speziell damit halt keine Reibungen der Innenschenkel am Sattel erfolgt. Und ja, dann hat der Sattel auch hinten dementsprechend nochmal eine Besonderheit. Und zwar, das ist hier ein Griff, mit dem man dann dementsprechend hier den Sattel auch, beziehungsweise das ganze Fahrrad dann, wenn der Sattel montiert ist, auch sehr angenehm anheben kann oder das Fahrrad drehen kann, ist nochmal hier ein extra Griff. Ja, der Sattel selber hat einen Kunststoffüberzug, hat keine extra Federung. Müsste mal gucken, ob das auch Gel ist oder Memory-Schaum oder sogar beides. Ja, ich habe jetzt nochmal nachgelesen. Ich konnte jetzt nicht herausfinden, ob das jetzt ein reiner Gel-Sattel ist oder ein Gel-Schaumstoffgemisch. Ich vermute mal, dass das ein Gel-Schaumstoffgemisch ist. Ja, wie gesagt, ich habe den Sattel jetzt seit mehreren Wochen intensiv getestet. Und ja, der Sattel hat eine weitere Besonderheit, die mir aufgefallen ist, die ich bisher so noch nicht hatte. Und zwar ist das die Sitzposition. In den ersten, ich sag jetzt mal, 1-2 Minuten sitzt man da ein wenig komisch drauf. Man hat das Gefühl, dass der Sattel zu stark nach außen gewölbt ist. Und erst wenn man so, ja, ich sag mal, 1-2 Minuten fährt, dann passt sich der Sattel dann auch optimal an. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber wie gesagt, die ersten 1-2 Minuten sind gewöhnungsbedürftig. Und dann passt sich der Sattel an und macht genau das, was er machen soll. Und für mich ist ja besonders wichtig, gerade bei langen E-Bike-Touren, die ich ja dieses Jahr vorhabe, dass ich einen Sattel habe, der mich hier auch optimal unterstützt. Und das macht der Sattel. Also das kann ich auf jeden Fall feststellen, dass wenn ich meine 40-Kilometer-Touren damit gemacht habe, habe ich keine Popo-Schmerzen. Und ja, der Sattel macht hier einen richtig guten Job. Ja, wie gesagt, das ist das Modell Hamburg und das ist auch eine wasserabweisende Oberfläche. Das ist ein Kunststoffleder, wurde als Kunststoffleder betitelt, speziell für lange E-Bike-Touren. Und ja, ist für Pedelecs geeignet, ist für normale Fahrräder geeignet, ist für EMTBs geeignet. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal Dankeschön sagen an die Firma P&P, die mir diesen Sattel hier zur Verfügung gestellt hat. Ja, aufgrund der Testphase, die ich jetzt mit dem Sattel hinter mir habe und den Erfahrungen, die ich sammeln konnte, bekommt der P&P-Sattel Modell Hamburg von E-Bike Tom auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben.
Und ja, wenn euch dieses Review gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Tipps und Tricks von eBike Tom zu verpassen. Es grüßt euch, euer eBike Tom. Ciao.